Ja. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Auf die Rede vorhin gehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auf den Unsinn müssen wir nicht eingehen. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als Anfang letzten Monats die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager in Moria um die Welt gingen, war die Bestürzung groß. Doch ehe man sich dann halt versah, hatten Menschen in politischer Verantwortung jegliche Hilfe schon wieder ausgeschlagen, meine Damen und Herren, so auch in Hessen leider. Ministerpräsident Bouffier hat nur einen Tag nach dem Brand ein bundeseinheitliches Vorgehen angemahnt. Die Bundesregierung pocht weiter auf eine gesamteuropäische Lösung. Und während Länder, Bund und die Mitgliedstaaten der EU sich weiterhin weigern, Verantwortung zu übernehmen, sitzen auf Lesbos 13.000 Menschen auf der Straße, meine Damen und Herren. Jetzt heißt es ja nur oft, Moria hätte, die EU hätte versagt, was Moria angeht. Ich meine, ich glaube, es ist genau andersrum, meine Damen und Herren. Moria ist der Erfolg der EU. Denn wenn man die Flüchtlingspolitik der EU aus den letzten Jahren betrachtet, dann muss man leider davon ausgehen, dass die EU genau das wollte, meine Damen und Herren. Ich meine, allein die bekannten Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen aus diesem Jahr, allein aus diesem Jahr, die verdeutlichen doch, dass es letztendlich nur noch um Abwehr um jeden Preis geht, ohne Rücksicht auf Verluste, meine Damen und Herren. Schüsse an der griechisch-türkischen Grenze auf Migranten, gewalttätige Pushbacks auf der Balkanroute, Aufsetzen von Menschen auf dem offenen Meer und eine Frau von der Leyen, die Griechenland als Schild Europas anpreist und fordert, hier die Stellung weiterzuhalten. Was ist denn all dies anderes, als zu Flucht gezwungene Menschen zu verdeutlichen, klar das Signal zu senden, dass sie eben unerwünscht sind, dass sie nicht kommen sollen, meine Damen und Herren. Und das alles, obwohl wir durch Freihandelsabkommen eben ihr Elend erzeugen, obwohl unsere Rüstungsexporte weiterhin Tod und Schrecken über sie bringen, obwohl ihre Lebensgrundlagen weiterhin vernichtet werden durch von deutschem Boden aus gesteuerten Drohnen, meine Damen und Herren. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Letzte Woche hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein neues gemeinsames Asylsystem vorgestellt. Ich meine, wenn Sie die komplette Entrechtung von Geflüchteten und das faktische Ende des individuellen Asylrechts anstreben, dann sind diese Vorschläge genau richtig. Aber wir sagen, das darf auf gar keinen Fall zugelassen werden, meine Damen und Herren. Das ist Menschenverachtung. Doch die Landesregierung, Entschuldigung, seit Jahren machen Ärzteteams, NGOs auf die dramatischen Zustände auf den griechischen Inseln aufmerksam. Kommunen und Städte haben ihre Bereitschaft erklärt, Menschen aus Seenot und aus den schrecklichen Lagern aufzunehmen. Auch in Hessen hat ein Zusammenschluss von 143 Personen an die Landesregierung unter dem Motto „Wir haben Platz“ appelliert, eben Menschen aufzunehmen. Doch die Landesregierung ignoriert all diese Appelle weiterhin beständig, meine Damen und Herren. Da heißt es immer wieder, man könne nichts tun, man bräuchte ja ein Einverständnis des Bundesinnenministers, und das bekäme man eben leider nicht. Als aber die Bundesländer Berlin, Thüringen eine Bundesratsinitiative gestartet hatten, um die Landesaufnahmeprogramme auch ohne Zustimmung des Bundesinnenministeriums zu ermöglichen, da hat Hessen dieser Initiative eben nicht zugestimmt. Man sehe und staune. Ich meine, da wird doch deutlich, Ihre Mitleidsbekundungen sind eben nur genau das, meine Damen und Herren, nur Bekundungen. Schall und Rauch, wenn es darum geht, wirklich zu helfen. Hessens Europaministerin, das wurde jetzt hier schon angepriesen, Frau Puttrich hat es ja auch noch einmal deutlich gemacht, die Landesregierung will offenbar gar nicht aufnehmen.
Stattdessen beteiligt man sich lieber an der Hetze gegen Flüchtlinge. Nur einen Tag nachdem der Brand ausgebrochen ist, zu unterstellen, dass Flüchtlinge selbst den Brand gelegt hätten, das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Das ist unverantwortlich. Das geht nicht. Das kann man so nicht. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Die Verantwortlichen für rassistische Gewalttaten hierzulande ausfindig zu machen, das dauert Jahre. Aber die Brandstifter einer Unterkunft mehrere Landesgrenzen entfernt, die kennt man schon am nächsten Tag. Ich meine, das ist schon hervorragend. Letzter Satz, Herr Präsident. Jetzt sollen die Flüchtlinge auch noch in Sippenhaft genommen werden. Es dürfe keiner aufgenommen werden, weil man dann die Gewaltausbrüche belohnen würde. Auch wenn Frau Puttrich das im Europaausschuss da etwas revidiert haben soll, ist es auch nicht weiter relevant. Denn der Nächste hat ja gerade weitergemacht. Bundestagsabgeordneter Irmer der CDU verkündete auch, man dürfe niemanden aus Moria aufnehmen und Brandstifter nicht belohnen. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin, Sie müssten den modifizierten letzten Satz ein bisschen modifizieren. Herr Präsident, die Schuldigen für die Hölle, meine Damen und Herren, sind nicht die Migranten. Das muss man sich immer wieder verdeutlichen. Die Schuldigen sind die EU-Mitgliedstaaten, denn sie haben diese Hölle geschaffen und verursacht, meine Damen und Herren. Und ich finde, da gibt es überhaupt nichts zu lachen.